damit willkommen zurück zu einem neuen Part Mass Effect. Ja, gerade haben wir uns im letzten Part mal schön wieder einen Sender reingepfiffen. So, immer ein schöner Trip hier, ne? So ein Sender. Was ist denn da oben? Wo ist das? Ah, jetzt sehe ich schon, wo es weitergeht. Da oben geht's weiter. Ja, wir hatten wieder ein paar Visionen. Oh, ich muss ruhig sein. Ich habe das Gefühl, als ob bald was Schlimmes passieren wird. Sie sind's nicht, Sir. Nein. Was ist das? So eine Art VI-Schnittstelle? Rudimentäre Kreaturen aus Fleisch und Blut. Sie stimulieren meinen Verstand, wie sie im Dunkeln stochern und unfähig sind zu verstehen. Ich bezweifle, dass es eine VI ist. Es gibt eine Existenzdimension, die so weit von ihrer eigenen entfernt ist, dass sie sich nicht vorstellen können. Ich bin jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ich bin Sovereign. Sovereign ist nicht nur ein Reaper-Schiff, das Saren gefunden hat. Es ist ein Reaper. Reaper. Eine Bezeichnung, die die Proteaner erfanden, um der Zerstörung einen Namen zu geben. Aber letztendlich ist es irrelevant, wie sie uns nennen. Wir sind einfach. Die Proteaner verschwanden vor über 50.000 Jahren. Sie können nicht dabei gewesen sein, das ist unmöglich. Organisches Leben ist nichts weiter als eine genetische Mutation. Ein Unfall. Ihr Leben wird in Jahren und Dekaden gemessen. Sie verwelken und sterben. Wir sind ewig. Die Spitze der Evolution und Existenz. Verglichen mit uns sind sie nichts. Ihre Ausrottung ist unausweichlich. Wir sind das Ende von allem. Ganz egal, wie ihr Plan aussehen mag, er wird scheitern. Dafür werde ich sorgen. Zuversicht geboren aus Unwissenheit. Der Zyklus kann nicht durchbrochen werden. Zyklus? Was für ein Zyklus? Das Muster hat sich bereits öfter wiederholt, als Sie es begreifen können. Organische Zivilisationen erheben sich, entwickeln sich, schreiten voran. Und am Gipfel ihres Ruhms werden sie ausgelöscht. Die Proteaner waren nicht die Ersten. Sie waren es nicht, die die Zitadelle schufen. Sie waren es nicht, die die Massenportale schmiedeten. Sie fanden sie einfach. Die Hinterlassenschaft meiner Art. Warum sollten sie die Massenportale bauen, nur um sie von jemand anderes finden zu lassen? Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale. Unserer Technik. Indem sie sie nutzen, entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Wir zwingen dem Chaos der organischen Evolution eine Ordnung auf. Sie existieren, weil wir es ihnen erlauben. Und sie werden enden, weil wir es fordern. Sie ernten uns ab. Sie lassen uns so weit entwickeln, wie sie es wollen, und dann löschen sie uns aus. Was wollen sie von uns? Sklaven? Rohstoffe? Meine Art übersteigt ihren Verstand. Jeder Einzelne ist eine Nation. Unabhängig. Bar jeder Schwächen. Sie können nicht mal die Art unserer Existenz verstehen. Und woher kommen sie? Wer hat sie erbaut? Wir haben keinen Anfang. Wir haben kein Ende. Wir sind unendlich. In Millionen von Jahren, wenn ihre Zivilisation längst erloschen und vergessen ist, werden wir noch bestehen. Wo sind die restlichen Reaper? Sind sie der letzte ihrer Art? Wir sind Legion. Die Zeit unserer Rückkehr ist gekommen.
Unsere Anzahl wird den Himmel jeder ihrer Welten verdunkeln. Sie können ihrem Untergang nicht entkommen. Sie sind nicht mal lebendig. Nicht wirklich. Sie sind nur eine Maschine und Maschinen können zerstört werden. Ihre Worte sind so leer wie ihre Zukunft. Ich bin die Vorhut ihrer Zerstörung. Dieser Austausch ist jetzt beendet. Aha, Leute. Legion. Commander, wir bekommen Ärger. Schießen Sie los, Joker. Dieses Schiff, die Sovereign, sie bewegt sich. Keine Ahnung, was sie da unten gemacht haben, aber das Ding hat gerade eine Wende gemacht, die jedes unserer Schiffe entzweigerissen hätte. Sie kommt in ihre Richtung, und zwar schnell. Sie müssen fertig werden, schnell. Wir können hier nichts tun. Ideen, Commander Shepard? Brechen wir auf zur Brutstätte. Joker kann uns einsammeln, sobald wir die Bombe gesetzt haben. Speicherinhalte, das zur Zeit. Genau das mache ich nämlich jetzt auch. So, Leute. Einiges passiert in diesem Part. Jetzt lass mal gerade gucken. Das ist überhaupt nichts. Los. Hören wir ja. Klappt, wenn wir ausschalten. Wer ist hier nicht? So. Na gut. Dann lass mal gucken, wo es weitergeht. Springen kann ich ja nicht. Der mir die Waffe wegsteckt. Warum? Ist im Fahrstuhl Waffenfrei auf 2 oder was? Entfernen sich von ihrer Stellung, Jaito. Scheinbar hat Shadow eine empfindliche Stelle gefunden. Locken Sie sie weg, Alenko. Locken Sie sie hier raus. Genau, mach mal, Hayden. Oh, da ist neu. Ach, guck mal, da ist hoch. Klar, hier, seid ihr doof oder was? Geht mal da hin. Scheiße, falschen Knopf gedrückt. Wo geht's hier eigentlich hin? Lass mal gucken. Ach so, zum Blutlabor. Okay, alles, kommt ihr? Also. Oh, da war was. Schon genau gesehen. Alles nehmen. Immer schön alles nehmen. Immer schön alles nehmen. Herrlich. So, Ausrüstung. Ich krieg auch Zeug momentan. Das ist wirklich Wahnsinn. Banshee, direkt mal eine wegmachen. 280, noch eine Banshee, mein Gott.
Avenger 6 habe ich auch. Avenger 4. Weg. Wow. Eine Hurricane. Weg. Woodlands. Falsch geholt. Teil hier. 207, 213. So, Firestorm 4. Universal Gel. Pistole. 182. Jo. So, hier war doch irgendwo 152, 144. 137. Weg. Oh, die ist aber nicht so verkehrt. Hier kam nichts dabei. Geschützturm. Jo. Aha. Der Geschützturm könnte einige böse Löcher in der Mauer. Platt oder was? Noch Zeit hat da. Mein Gott. Nee, vorbei, Edge. Ist da noch einer? Schon wieder Stufenaufstieg. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Nein. Waffen-Upgrade. Ich muss auch gleich schon mal hier die ganzen Waffen-Upgrades durchgucken. Weil jetzt momentan aber nicht. So. Sturmgewehr, hä? Hauen wir jetzt richtig raus. Jo. Dann haben wir das nämlich schon erledigt. Vorratsbehälter. Noch mehr geht. Im Aufzug. Gute Arbeit am Geschütz, Shadow Team. Jetzt sind wir an der Reihe. Ach. Der war auch versteckt. Okay, ich denke mal, wir müssen in den Aufzug. Hier ist nichts mehr. Nein. Ach so, Leute, der Part ist schon wieder vorbei. Ach, hier gucken wir uns gerade noch an. Hör mal, ihr Angriff. Das letzte Flugabwehrgeschütz zerstören. Die Flugabwehrgeschütze. Gut. Okay, Leute, ich werde in der Pause ein bisschen Ausrüstung durchgucken. Und ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.